Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7! Ja, liebe Leute, wir waren im letzten Part mit Cid unterwegs und haben uns hier in Midel von dem Chocobo eine Kleinigkeit gestribizitiert. Und deswegen würde ich sagen, wir kaufen jetzt erstmal alles, was es in Midel so zu kaufen gibt. Wir durften im letzten Part schon so ziemlich alles gekauft haben. Ich möchte jetzt nur nochmal sicher gehen, dass wir alles, was wir hier kaufen, oft genug dabei haben. Denn es gibt ja auch, bald nicht mehr die Chance dazu. Spoiler. Okay, dann gucken wir mal im nächsten Shop. Da ist nix. Scheiße, ich renne um mein Leben. Ich renne weg. Ja, Leute, da ist wieder der Chocobo-Verrückte. Ich guck mal ganz kurz, was hat der Typ hier noch zu verkaufen? Ja, hat er irgendwas, was man... Nee, der hat alles nur normalen Kram. Genug durch die Shops gegangen. Gucken wir doch mal, dass wir die Story weiter vorantreiben. Bald haben wir auch die Möglichkeit, Stats zu maximieren. Zuerst wollen wir aber den Cool-Auto-San zurück. Den Cool-Auto. Das coole Auto-San. Wer sich fragt, warum sage ich Cool-Auto-San? Ja, weil er im japanischen Cool-Auto heißt. Cool-Auto. Also Cloud auch, nur wird's ausgesprochen Cloudo. Welche Nummer bin ich? Cloud, ich verstehe kein einziges Wort. Ich bin solch ein Trottel. Ich dachte, ich könnte etwas für ihn tun. Da war irgendwas mit große Crazy Doom Substanz. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon kommt oder wann das kommt. Da müsste aber eigentlich... Da war doch was, da war doch was. Ich weiß es nicht mehr. Ja, dann gehen wir mal raus hier. Wo geht es denn hier raus? Erkunden wir doch einfach, wo es weitergeht. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr. Weil es noch nicht bemerkt hat. Ja. Raus aus Midel, rein in die Schuppe. Da ist unser Fluchtzeug. Und dann kreisen wir doch mal ein bisschen rum. Da war irgendwas mit großer Substanz. Ja, der Meteor schwebt am Himmel. Of Crazy Doom. Of Crazy Epicness. Und ich fliege im Kreis, Leute. Schlagt mich doch mal einer. Die wollen große Substanz. Und ich muss irgendwo hin. Ich weiß, wo die große Substanz vorhanden ist, aber ich weiß nicht. Also irgendwie, ich weiß nicht. Da war auf jeden Fall was mit Fort Condor. As far as I know. A fake Condor. I fight a Condor. Wir gucken uns einfach mal in Fort Condor rein. Gucken, was es da zu gucken gibt. Kletter doch hoch. Ja, da war da so ein riesiger Kondor oben drauf gesessen. So viel ist ja nun mal klar. Und der beherbergt so ein riesiges Kondor-Ei, so wie wir das vermuten. Und da gab es ja dieses nette Minispiel, von dem ich sogar schon ein Special gemacht hatte. Das länger ging, als ich erwartet hatte. Habe ich aber einen ausführlichen Kampf gemacht gehabt und habe erklärt, welche verschiedenen Einheiten man in diesem Minispiel hat. Und es ist schon ein cooles Strategiespiel. So. Was ist jetzt? Okay, bereit. Es kann sein, dass jetzt dieses Minispiel kommt. Das will ich dann skippen, denn ich habe das zu oft schon gezeigt. Da wird nichts Besonderes an diesem Minispiel sein. Okay, jetzt kommt dieses Minispiel. Ich habe davon schon ein Special gemacht. Wer das Special sehen will, ich verlinke es hier jetzt gerade mal. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach diesem Minispiel. Bis gleich. So, da sind wir wieder. ja, irgendwie ist da jetzt... Ah ja, genau, es ist alles storybedingt, es ist alles so, wie es sein soll. Wir sind jetzt nach dem Kampf hier, sorry, dass ich da gerade ein bisschen perplex war, nach dem Kampf hier angekommen und gucken diese epische Videosequenz an und ich halte nicht die Fresse. Scheiße.
Dieses Licht gerade, der Kondor, die Eier. Was? Würdest du da draußen vor dem Tor nachsehen, was das war? Also der Kondor ist gerade abgenippelt und wir haben den letzten Fort-Kondor-Kampf hinter uns gebracht. War ganz schön hart, der Kampf, aber es war machbar. Substanz Phönix empfangen. Also wir haben eine neue Beschwörung, Phönix, bekommen. Ja. Und da fliegt er und sieht er. Ja, und wir haben, wie gesagt, das erste von mehreren Kleinigkeiten beseitigt. Oh, jetzt kommt wieder das ewige Hochgespringe. Sid, mach's Cloud nicht nach, ich sag's dir. Weg. Berichte das auf alle Fälle auch meinem Vater. Ja, okay, wir berichten es deinem Vater, wer auch immer das sein möge. Und danach werden wir ganz kurz cutten nochmal, weil wir werden uns umgucken, was das nächste ist. Ich denke Nordkorell, aber ich will nochmal sicher gehen. Wir wollen ja nicht zu viel Zeit verschwenden. Danke an alle! Vielen herzlichen Dank! Wir können euch zwar nichts geben, aber ihr könnt jederzeit kommen. Schaut doch mal wieder bei uns vorbei. Ja, und eins habe ich vergessen, euch zu sagen. Große Substanz erhalten! Was ist denn das? Mann, das ist ja große Substanz. Wir müssen diese Substanz haben. Ehrlich gesagt ist das die Substanz im Inneren des Reaktors. Wofür haben wir denn dann bloß gekämpft? Wir haben nicht den Reaktor beschützt, sondern die Kondore. Als der Reaktor gebaut wurde, wurden wir zur Hilfe gezwungen. Daher wussten wir, was im Reaktor ist. Ich wusste, der Tag würde kommen, nachdem die Shinra weg waren. Schlich ich mich rein und nahm die Substanz. Ich wollte euch nicht reinlegen, aber so kam es dann doch. Es tut mir wirklich leid. Vergiss es einfach. Jedenfalls sind wir noch am Leben. Aha. Wenn du es so siehst, dann sind wir wirklich dankbar. Und wie gesagt, wir haben die erste große Substanz bekommen. Jetzt mal ein kurzer Cut und dann sehen wir uns gleich bei der nächsten großen Substanz. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ich habe mich jetzt soweit erkundet und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich keinen Plan habe. Nein, Spaß, Leute. Wir gucken jetzt einfach mal, was es noch zu erledigen geben könnte. Ich bin so froh, wenn wir Cloud wieder im Team haben. Auch wenn Sid einer der coolsten Charaktere ist. Wobei man doch mal ganz ehrlich sagen muss, dass es wenig scheißige Charaktere in Final Fantasy VII gibt. Ich werde auch mal ein Video machen, in dem ich die Charaktere diskutiere. Ich möchte die Vorgeschichten von Charakteren durchdiskutieren und einfach ein bisschen talken über die, was ich darüber glaube und so weiter und so fort. Was ich von denen halte und was ich toll und negativ finde an diesen Charakteren. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich noch mehr Specials geplant habe, die alle im Moment nicht verfügbar sind. Zum Beispiel ein Minispiel-Special, wahrscheinlich zu manchen Minispiel sogar ein extra Special, so ein Special für jedes Minispiel oder so. Das werde ich erst dann machen können, wenn Cloud wieder im Team ist. Dann haben wir auch Zugriff auf alle Minispiele. Wir werden noch viel Chocobo-Zeugs machen. Und da sehen wir auch schon eine Secret Cave, die man ein bisschen glitchen könnte. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Glitch ging. Also es gab da so einen Glitch, sagen wir es mal so, auf diese Cave zu kommen. Das können wir später mit dem goldenen Chocobo sowieso erreichen. Und deswegen werden wir das jetzt nicht ganz groß hier in Angriff nehmen oder so. Ich möchte nochmal ganz kurz nach Midel. Ich möchte nochmal gucken. Ich dürfte auf dem richtigen Weg sein. War denn nicht hier Midel? Nein. Ach, ich sehe es vom Weiten, Midel. Alles klar. Und ja, Chocobo-Zucht wird ein großes Thema sein. Ich spiele ja auch zurzeit Final Fantasy 13.2. Da gibt's ja auch viel mit Chocobo Racing und so. Leider kann man die nicht züchten. Das ist das einzigste Feature, was mir da fehlt. Ich finde, ansonsten ist es echt geil umgesetzt. So, dann haben wir da hinten aber Midel, oder? Yo, da ist Midel. Dann können wir hier landen. Oh, komm. Mach keinen Scheiß. Jo, dann machen wir hier wieder das Robot-Flying. Du, das Robot-Flying. Das Robot-Flying, du. Das Robot. Land jetzt! Um Gottes Willen, land jetzt! Dann lande halt irgendwo da, meine Güte. Pingeliger Typ, ey. Wir haben schon lange keinen Kampf mehr gehabt, habe ich so das Gefühl. Es könnte ja der Fall sein, dass wir bald einen haben werden. Ich gucke jetzt einfach mal nach Tifa. Was die gute Tifa, Shifa auf Crazy Diva sagt, was sie tut, was sie macht. Wahrscheinlich wieder das gleiche und ich verschwende wieder Minuten. Nö. Gar nix.
Naja. Ist ja Hose wie Jacke, das ist übelste Hundekacke. Wir müssen unbedingt die Story vorantreiben, denn ich will Cloud zurück. Cloud, ich vermisse dich, Cloud. Dich und deine Gurke. Ich weiß, viele, was heißt viele, manche haben gesagt, ey, jetzt nimm das Spiel doch mal ernst. Und ihr habt eigentlich auch recht, das Spiel ist ein Spiel, was es verdient hat, ernst genommen zu werden. Aber ich bin halt nicht so der ernste Typ. Es ist mir ein bisschen zu kompliziert, immer so ein auf Professor Dr. Belias von Lauenstein zu machen. Deswegen frag mich nicht, wieso Lauenstein, was auch immer das sein soll. Es klingt wie eine Krankheit. Wieso leckt es? Habt ihr das gesehen? Es leckt, wenn ich hier drüber fliege. Interesting. Ja. Wir gehen jetzt einmal nach Coral rein. Da müsste doch irgendwas sein in Coral. Ach. Da ist doch was mit diesem Reaktor. Da müssen wir doch jetzt da so ein kleines Minispiel und so machen. Ich gucke jetzt mal, dass ich Stehlen mit drinne habe. Stehlen. Okay, der Barretto-San hat Stehlen. Dann rennen wir mal um unser Leben. Und ich werde jetzt erstmal Kämpfe nicht mehr rausschneiden, weil ich glaube, der ein oder andere Zuschauer hat gemeint, oh Billy, lass doch mal die Kämpfe drinne, die gehören mit dazu. Das ist wie bei Blinde Kuh. Das glaubst nur du. Ich weiß, meine Reims, die sind so bescheuert. Ihr denkt euch schon auf Billy's Bild. Halt doch einfach deine Fresse. Aber das werdet ihr nicht haben. Das bekommt ihr nicht. In euer Gesicht. Deswegen werden wir jetzt da weiter rennen. Und keine Katzen mehr machen. Als kleines Dankeschön an Imperial Kingsward, heißt er, glaube ich. Einer meiner Zuschauer. Der meinte so, Billy, bitte, schneide nichts raus. Gell? Und ich bin jetzt so, dass ich versuche, so wenig wie möglich rauszuschneiden, sage ich, nachdem ich einen 25-minütigen Minispielkampf geskippt habe. Ja, aber ich habe, wie gesagt, ein Special dazu gemacht, in dem ich alles erwähnt habe, was erwähnenswert ist. Und deshalb ist mir das egal. So, dann renn um die Lippe rum. Ja, jetzt ist es halt so, dass wir ein ziemlich weites Stück zurücklaufen müssen. Meine Güte. Und da werden bestimmt ein paar Kämpfe kommen. Aber man kann ja auch lustige Sachen erzählen. So, kommt ein Shinra-Mitarbeiter in eine Bar und sagt, ich bin ein Shinra-Mitarbeiter. Ach Gottchen, Belias, bist du lustig. Ach Gottchen. Ich hab fast gedacht, das wäre ein Witz gewesen. Ne, ich habe nichts zu erzählen. Ne, Leute, es ist ganz einfach so, die Kämpfe sind tot langweilig, wir sind verdammt stark und sie missen und wir zerreißen die und ja, Cloud, ich will dich wieder zurückhaben, Cloud. Ich, damals, als wir uns getrennt haben, bei Barbara Salisch in der Sendung drin. Wieso in der Richtersendung? Wieso waren wir in der Richtersendung, als wir uns getrennt haben? Nee. Nein, damals, als wir uns getrennt haben bei, was, wie heißen diese ganzen Talkshows? Ich guck zu lange kein Fernsehen mehr. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie diese ganzen Talkshows heißen. Da oben ist eine Substanz. Ja, mach hinne. Da ist der Chicken of Doom. Chicken of Doom, Junge. Aber die kloppen mal so kaputt. Wundert euch nicht um den minimalen Damage. Wie gesagt, der erhöht sich noch, wenn wir dann maximale Statuswerte haben, wenn wir bessere Waffen haben, wenn ich bessere Materia ausrüste auf besseren Waffen und auf besseren Items, wenn ich einen Purzelbaum mache und wenn ich dann eine Kerze mache, dann haben wir bessere Stats. Dann haben wir bessere Damage. So, Blitzrauch. Interesting, very interesting. So, spring um dein Leben. Was ist da Feines? Verwandeln brauchen wir überhaupt nicht. Aber wir haben es einfach mal eingesammelt und jetzt sind wir natürlich stolz drauf, dass wir ein sinnloses Item mit uns mitschleppen. Aber mittlerweile laggen die Kämpfe nimmer so arg, habe ich im Gefühl. So, und damit es ein bisschen actionreicher wird, werde ich jetzt Feindes können. Du kannst mich mal
Wieso haben die anderen... Da, Sid Feindes können... Oder machen wir hier mal... Beta. So. Ich mach Beta und du machst Alpha und dann mach ich Vollversion. Also, macht nicht sonderlich viel mehr Schaden als der Normal-Attack, sorgt aber dafür, dass wir keine 4 Angriffe brauchen, auch wenn es eine nervig lange Animation mit sich bringt. Und ich rede gerade die Professor Dr. Belias. Und ich empfehle Ihnen die Dr. Best Zahnbürste. Sie ist die günstigste im Handel und mit den meisten Chemikalien. Sie besteht zu 90% aus Plastik und Plastik sorgt ja für gewöhnlich dafür, dass sie impotent werden und das ist natürlich gut so. Ja, da tun sie was für die Menschheit. Da gibt es dann weniger Menschen, da gibt es mehr zu fressen, da gibt es mehr Burger für dich und mehr McDonalds und dann ist ja alles gut, ne? Ist ja klar. Was ist das denn jetzt? Müssen wir jetzt gegen die 2 Soldaten kämpfen? Nein. Wir müssen gegen 4, ich drück mal Select. Mal gucken, ob ich noch einen davon kriege. Nadelspucker. Was zieht er mir? 15! 15! Ich rege mich auf und er zieht mir 15 ab! Ich rege mich hier auf! Ich rege mich nicht mehr auf für euch! Ich rege mich nimmer auf, habe ich gesagt! Ja. 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 Eine große Substanz haben wir schon, die zweite, die kommt jetzt auch bald. Ja, dann... Ihr seid... Die immer die Posen machen. Genau, die sind wir. Wir arbeiten doch für Germany's Next Topmodel. Meine Güte, ist nicht in der Mitte? Das ist eine heiße Schnitte, der in der Mitte. Mit einem hübschen Arm. Da wirft er einfach mal einen Molotow-Cocktail oder was auch immer. Jetzt sind wir Frösche, oder? Ach nein, ich dachte schon, jetzt sind wir Frösche, dachte ich. Ich wollte schon sagen, Frösche. I hate you from Zelda. Frösche. Naja, egal. Weg damit. Ups, Schluck auf, wie immer. Ihr kennt's, wenn ein Part keinen Schluck auf hat, dann stimmt irgendwas nicht mit mir. Ich denke, für den Augenblick sind wir sicher. Warte, Mist! Jetzt rennen sie aus dem Weg. Und dann kommt da eine Kiste angerollt. Nein, es ist ein Zug, keine Kiste. 1, 2, 3, 4, 5 Wegen, 5 Waggons. Und der Zug rast den Schienen entlang. Wenn ihr überlegt, woher wir gekommen sind, wir sind über die Schienen gelaufen, dann könnt ihr euch denken, wo dieser Zug enden wird. Er sieht ganz aus, als würden sie mit der großen Substanz in diesem Zug verschwinden. Nein, ihr verdammten Hammerköpfe! Was werdet ihr tun, große Substanz? Hey, weißt du, wer ich bin? Ich bin Sid. Verdammt nochmal, verstehst du? Und jetzt lass mich einfach machen. Okay, wir rennen da rein irgendwie und greifen uns ein Zügchen ab. Hey! Ach so, genau. Jetzt fahren wir auch mit einem Zug. Finde ich gut. Da gibt's jetzt gleich ein Minispiel und das werde ich nicht verstehen wahrscheinlich. Weil ich bin nämlich ganz fit in der Birne. Okay. Ja. Wie könnten sie das nur steuern? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Was? Keine Angst, ich kann mit sowas umgehen. 2 Hebel, einer links und einer rechts. Ah so, man muss hier nur die beiden Hebel abwechseln, hoch und runter oder was? Wenn man die Geschwindigkeit des Feindes einrechnet, würde ich sagen, es wird etwa 10 Minuten dauern. Wir werden fliegen, haltet euch fest. Linker Hebel, Richtung Sasse nach oben. Na, dann mal sehen, wie schnell ich bin. Zack, 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 zack. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, wie schnell wir es schaffen. Oh, wir sind schon fast am Zug. Oh, wir haben es schon geschafft innerhalb von 30 Sekunden. Okay, wir werden springen. So. Die springen in uns rein und wir springen... Ach so! Ach so! Wir springen mal kurz 500 Meter nach rechts.
So, jetzt sind wir auf dem Zug und auf jedem Waggon gibt es einen Kampf. Es gibt ja ein Monster, das ein Item droppt, welches nur dieses Monster droppt. So, deswegen werden wir alle Monster einmal bestehlen, aber ich meine, es ist der Falke. So, wir werden jetzt mit Barrett einmal stehlen machen und dann kloppen wir drauf. Wir dürfen nämlich auch nicht zu viel Zeit verlieren. Nichts zu stehlen. Okay, er hat nichts zu stehlen und ist nicht One-Hit. Aber natürlich Two-Hit. Alles klar. Erster Kampf ist durch. Der zweite Waggon mit dem zweiten Kampf. Also ich werde versuchen, das mit dem Zug hier noch fertig zu kriegen. So, da sind dann so zwei solche Gurken. Und auf die knüppeln wir einfach drauf. Was willst du von mir? Mann. So, den ersten nochmal One-Hit. Der zweite, sage ich, wird Two-Hit. Nö, ist auch ein One-Hit. Dann haben wir den zweiten Waggon durch. Ich weiß nicht mal, wie viel der Waggon. Aber ich meine, es ist echt der Falke. Ich meine, es ist der Falke. So, dann gucken wir mal. Nächster Waggon, nächster Kampf. Neues Glück. Und es ist ein Stahlgigant. Gigant, Hilfe. Oder ein Wolframator, irgendwie sowas in der Art. Was ist es denn Schönes? Wolfmeister, also ein Wolframator. Wir werden ihn erstmal bestehlen. Was hast du denn? Hast du nichts? Nichts zu stehlen, alles klar. Ich meine, dass das Item, welches das Viech droppt, was wir, durchstehlen, klar. Irgendwas mit, wie heißt denn das nochmal? Irgendwas mit Kriegerarmband oder irgendwie sowas? Kann das hinkommen? Atomstrahl, ey, was bist du denn, ey? Atomlobby hier noch mit im Spiel. Ich glaub's kaum. Was macht das denn? Wie viel macht das denn? Ach, 700. Ach Gott, doch so viel. So, dann ist der Stahlgigant auch weg. Also der Wolfmeister, der Wolframator. Wir kriegen sehr viele Erfahrungspunkte, was uns gar nichts bringt. Da wir schon Level 99 sind, springen auf den nächsten Zug über. Ich bin der Meinung, dass jetzt eigentlich der Falke kommen müsste. Da ist er doch. Das ist der Falke. Mit Knarren ist ja normal, ne? Welcher Falke hat keine Knarren bei sich? So, da müssen wir jetzt ganz vorsichtig vorgehen. Den müssen wir auf jeden Fall bestehlen. Der hat ein Missable Item. Ja, Kriegerreif. Da haben wir es gleich gekriegt. Und dann können wir ihn jetzt kaputt bashen. So, jetzt dürfte er doch bald jetzt mal... dürfen ihm doch bald den Wind aus den Segeln nehmen können. Hier so. Ich stotter hier schon. So, und weg damit. Dann haben wir das auch hinter uns. Und der Part ist schon unglaublich lang. So langsam sollten wir echt finito machen mit diesem Video. Oh, da sind wir schon da. Hey, was macht ihr? Was zum... Okay, gib einfach die große Substanz raus. Boah. So, jetzt werden wir den gleich mal zusammentreten erstmal. Ist ja klar, wer tretet denn keine fremden Wachen von kaputt mitten auf dem Zug? Und vor allem, der lässt das Steuer los dafür, dass er uns kaputt treten kann und wir machen ihn One-Hit. Ist ja natürlich logisch. Wir haben noch 6 Minuten 54. Also nicht im Part, sondern ne, im Video. Auf dem Zug. So, dann spring doch. Spring! Spring! Die Zeit läuft! Du hast Nerven, ich werde dich nie vergessen. Hab jetzt keine Zeit dafür. Vergiss die große Substanz. Wir sind diejenigen, die im Schlamassel stecken. Ja, ich lese gerade schnell vor. Ich weiß schon, halt den Mund und sei ruhig. Wenn wir so weitermachen, werden wir direkt in den Nordkorell rauschen. So, mal sehen, wenn ich wieder die Hebel abwechselnd nutze, um zu beschleunigen, dann müssen wir bremsen, wenn wir die Hebel gleichzeitig nach oben oder unten drücken. Okay, Wieso wird's immer schneller? Hilfe! Hilfe? Habe ich verkackt, oder? Nein, ich habe nicht verkackt! Boah, Leute, habe ich mir gerade in die Hosen geschissen, ey! Ich habe gedacht, ich habe verkackt! Ich habe mir sowas von in die Hosen geschissen, Leute! Wir haben es geschafft! Wir haben die große Substanz erhalten. Ey, Leute, hab ich mir eingekackt. Ja, Leute, bevor wir uns hier weiter erkundigen, was jetzt abgeht, wir kriegen ja, glaube ich, noch Ultima, werde ich mir erstmal eine kacken gehen. Nee, Spaß. Fertig mit dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part, der hoffentlich bald wieder folgt. I love you, Final Fantasy 7. Ich bin Belias LP. Bis dahin. Ciao.